make the ground shake. Herzlich willkommen zu einer neuen Handy Review. Heute spielen wir Fingers. Das Spiel hat mir der liebe Nico empfohlen. Ja, danke mal an dieser Stelle. Das Spiel ist von entweder Noodle Cake Studios oder Noodle Cake Studios. Ja, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich denke mal eher Noodle Cake, also Nudelkuchen. Hat 5 Millionen Downloads und ist 25 MB groß. Und das Spiel baut eigentlich darauf auf, dass man, naja, Monster hat, die Finger fressen wollen. Nämlich den Finger, den man hier drauf tippt. Also mit dem man dort drauf tippt. Und dann geht das so los und man muss eben versuchen, nicht die Monster zu berühren. Und das ist manchmal doch ganz schön schwierig. Und manchmal... Also man fängt eben an mit dem Spiel, indem man einfach gedrückt hält. Und muss man gucken, dass man es schafft. Also ich finde das Spiel... Also als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir, hä, okay, was ist das jetzt? Aber im Nachhinein, als ich mir dann so überlegt habe, okay, eigentlich ist der Sinn des Spiels ja eigentlich gar nicht so sinnlos. Es macht eigentlich ziemlich Spaß. Ich meine, es ist nicht groß aufwendig. Genauso wie Stack, was wir erst hatten. Aber dennoch hat es einen gewissen Witz. Vor allem auch, ist eben auch vielleicht sowas für Jüngere. Weil, ich meine, für Erwachsene ist es jetzt nicht so sinnvoll, wenn die Finger gefressen werden. Ich meine, für kleinere Kinder ist es dann bestimmt schon lustiger, wenn die hier vor Monstern fliehen müssen, die ihre Finger fressen. Das ist dann doch sicherlich sinnvoller. Aber naja, auf jeden Fall ein nettes, kleines Spiel, zu dem es nicht viel zu sagen gibt. Leider. Aber wow. Und ich meine, es sind natürlich auch immer andere Sachen. Und man muss auch immer den Finger drauf lassen. Ja? Sonst funktioniert das nicht. Also man muss, wenn ich jetzt hier loslasse, ist vorbei. Nicht? Also man muss immer gucken, dass man auch den Finger drauf hat. Man kann vorwärts, rückwärts. Man muss auch gucken, wenn man gerade oben ist mit den Fingern und dann aus irgendwelchen Gründen wieder runter geht, dass man dann nicht unten in ein noch existierendes Monster hineingeht. Also, beziehungsweise, dass das dann einen die Finger wegfrisst. Nicht? Boah, den hab ich gerade ganz gut hingekriegt. Alter. Oh. Aber es ist eben doch schon wieder so ein kleines Spiel, was dich am Anfang süchtig macht. Was dich am Anfang süchtig macht, weil du doch einen Ehrgeiz entwickelst, dich da durchzuschummeln und nicht gefressen zu werden. Oh. Hab das gesehen, ich bin hoch und dann wieder runter. Oh, hab ich losgelassen. Ich bin hoch und dann wieder runter und bin dadurch gefressen worden. Das ist natürlich dann okay, Pech, ja, aber hui, ausgewichen. Okay, wow, was ist das denn, Alter? Oh Mann, ey. Dieses Spiel, es lohnt sich aber echt mal, das runterzuladen, mal kurz reinzuschauen. Es sind ja nur 25 MB, es ist ja auch nicht groß aufwendig. Viel passiert zwar nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch manchmal daran, dass man mit dem Finger da nicht sieht, oder für Leute mit Wurstfingern würde ich es jetzt vielleicht nicht empfehlen, für kleine Kinderhände ist es dann wieder geeignet. Das war's auf jeden Fall mit der Review heute. Ich gebe dem Spiel 9 Punkte, denn es gibt Werbung. Also ich hatte Werbung, einfach wieder WLAN ausschalten, aber es ist eben doch immer die Werbung, die einen dann beeinträchtigt und was auch dann verhindert, dass das Spiel 10 Punkte bekommt. Aber vielleicht finde ich ja irgendwann noch eins, was so genial ist.
Wer weiß, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen. Schaltet nächste Woche wieder ein bei einer neuen Handy-Review und nochmal danke an den Nico, der mir dieses doch recht gute Spiel empfohlen hat. Haut rein!